www.antennenetz.de. Das ist mal eine tolle Farm, was? Wow. Die gehört jetzt mir. Also eine Zeit lang zumindest. Die Besitzer sind nämlich ein paar Tage verreist. Und so lange schmeiße ich den Laden. Mittagessen. Naja, also Davina hilft mir ein bisschen dabei. Na, jetzt schnauf doch nicht so laut. Wow. Hab ich doch gleich gesagt. Ich regel das. Olli. Rüber. Höher. Olli, du wolltest doch drüber hängen und ich steck fest. Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass Wäsche aufhängen so anstrengend ist. Du bist vielleicht noch ein bisschen klein für die Leine. Hm? Ich bin überhaupt nicht zu klein. Aber die Wäscheleine hängt zu hoch. Das war Absicht. Ja, klar. Tiefer kann man die doch gar nicht mehr spannen, Olli. Puh, ja, du hast gut reden. Wäscheklammern dran machen ist ja auch nicht so anstrengend wie das, was ich hier mache. Okay. Hä? Wir tauschen. Mund auf. Ah. Halten. Klammer. Ich hab gar keinen Luft mehr. Das ist echt gemein. Wäsche aufhängen ist doof. Ich möchte lieber was anderes machen. Ach, Olli, das Gejammer ist doch nicht zum Aushalten. Was soll denn das? Oh, Davina, was machst du denn? Ich gehe ans Telefon. Hallo? Ah, hallo, Ben. Was? Eine Hyäne. Na klar, willkommen. Tschüss. Es gibt Arbeit für uns. Rückwärts, rückwärts, links, links, geradeaus. Nicht so schnell, noch ein Stückchen und halt! Die sieht ganz schlapp aus. Was hat sie denn? Du, ich glaube, die ist einfach von der langen Fahrt noch ganz schön kaputt. Uff. Am besten bringen wir sie erst mal rein und lassen sie ganz in Ruhe. Ha? Dann kann sie sich langsam an die neue Umgebung gewöhnen. Geschafft. Irgendwie sehen Hyänen ja schon merkwürdig aus, oder? Wieso? Na ja, die haben so einen dicken Hals und so einen komischen Körperbau. Ja, das stimmt. Aber wie so vieles in der Natur, hat auch das seinen guten Grund. Hyänen können, im Gegensatz zu euch Löwen, ihre Beute wegtragen, also in Sicherheit bringen. Sie müssen sie nicht dort fressen, wo sie erlegt wurde. Und deswegen haben sie so einen muskulösen Hals und längere Vorderbeine. Verstehe. Du, die sieht so aus, als ob sie was suchen würde. Die ist auch gerade erst angekommen. Das ist alles noch fremd hier für sie. Ja, immer noch total schlapp. Vielleicht hat sie ja Hunger. Gut möglich. So, Mittagessen. Eins,
zwei, drei. So, dann lass es dir mal gut schmecken, du arme Hyäne. Hm? Die hat gar keinen Hunger. Die ist wohl schon satt. Naja, oder traurig. Traurig? Wieso traurig? Vielleicht vermisst sie ihren Clan. Clan? Was soll das denn sein? Warte mal. Schau, ich zeig's dir. Hm? Hyänen leben in Gruppen zusammen. Und die heißen Clans. Ja, aber die hier sehen ja ganz anders aus als unsere. Stimmt. Unsere ist eine braune Hyäne und das sind Tüpfelhyänen. Oh. Beide Arten halten aber im Clan zusammen und haben auch eine Rangordnung. Die Weibchen sind die Chefs. Hey, ein Baby! Das darf wohl gerade aus dem Bau raus. Da werden die Jungen in den ersten Wochen versteckt. So ein Clan ist wie eine Familie. Und wenn die Beute groß genug ist, fressen sie gemeinsam. Alle zusammen. Ich glaube, du hast recht, Davina. Die Hyäne vermisst wirklich jemanden aus ihrem Clan. Aber wir können denen ja schlechten Flugticket schicken und sie hierhin einfliegen, oder? Ja, das stimmt. Aber vielleicht würde deren Geruch schon reichen. Naja, weißt du, wenn die Hyäne zum Beispiel ein Stück Stoff hätte, das nach ihrem Clan riecht. Und dann würde sie sich vielleicht nicht mehr so einsam fühlen. Echt? Ja, das macht man auch bei Hunden. Wenn zum Beispiel ein Hund mal vorübergehend wo untergebracht wird, dann gibt man ihm ein Kleidungsstück von seinem Herrchen oder Frauchen mit. Na, und dann kann er daran schnüffeln und dann beruhigt ihn das. Und er fühlt sich nicht mehr so einsam. Und er hat nicht mehr so Heimweh. Ich verstehe. Das ist wie eine Nachricht, aber aus Duft. Genau. Na dann, mache ich doch hier mal den Postboten. Guck mal, ich habe hier deine Duftpost. Duftet allerdings noch nach nichts. Ich muss dafür noch deinen Clan finden. Davina hat gesagt, die Hyäne wurde in Gobabis gefunden. Also muss ihr Clan ja wohl auch in dem Gebiet sein. Ja. Hier muss es irgendwo sein. Oh, Volltreffer! Da ist der Clan. Ja! Oh, die gehört bestimmt dazu. Super! Ja! Aber da kann ich ja jetzt nicht einfach so hinmarschieren. Das wäre viel zu gefährlich. Viele Tiere machen ja ein Mittagsschläfchen. Hyänen vielleicht auch. Also warte ich einfach mal ab. Hä?
Also, jetzt schreibt sie mit ihrem Geruch eine Nachricht. Mal sehen, was die... Was... Boah, das stinkt ja echt gewaltig. Ich habe keine Ahnung, was für eine Nachricht das ist, aber ich würde die Annahme ablehnen. Hm. Hä? Hey, der könnte gegen den Gestank helfen. Boah, dieser Gestank ist nicht zum Aushalten. Aber wenn ich das Fenster öffne, dann verduftet womöglich die halbe Nachricht. Mist, nichts wie nach Hause. Boah, was stinkt hier denn so? Hyäne, Post für dich. Jetzt lies doch mal. Davina! Olli! Hm? Was soll denn die Verkleidung? Und was stinkt hier eigentlich so? Dein T-Shirt. Ach Quatsch, das ist ja frisch gewaschen. Hm? Na, ich meine auch das da. Sag mal, Olli, ich glaub's nicht. Du kannst doch nicht einfach mein T-Shirt... Bevor du dich mal wieder aufregst, guck doch mal. Die Hyäne, es geht ihr schon viel besser. Sag mal... Hm? Warst du bei ihrem Clan? Mhm. Mensch, Olli, hm? Das hast du richtig gut gemacht. Ach, danke, Davina. Und jetzt hat sie auch wieder Appetit. Aber jetzt gucken wir, dass wir uns hier schnell vom Acker machen, Olli. Mhm. Bei dem Gestank falle ich noch in Ohnmacht. Boah. Funktioniert das überhaupt? Mhm. Da lang. Stinkt schon nicht mehr so. Hm. Aber man sieht nicht so gut. Rechts, Davina. Nein, nein, das andere rechts. Ich meine links. Links. Sehr gut. Und jetzt immer geradeaus. Immer geradeaus.